Wir schauen heute mal, was sich bisher so getan hat. So nur in dieser Hauptecke hier. Das letzte Update ist nämlich schon wieder ein paar Monate her. Und ich fange hier vorne bei den Guaven an. Die lassen gerade die Blätter etwas hängen. Die ist aber hier unten schon richtig ordentlich dick geworden. Die Rinde löst sich schon leicht. Und die anderen sehen auch ganz gut aus. Stehen ja welche in verschiedenen Altersstadien. Hier ist auch nochmal eine größere. Da sieht man nochmal schön diesen vierkantigen Stängel. Dann die Pakai oder Ice Cream Bean. Hat ja auch überall diese neuen Blätter. Nochmal im Vergleich, die alten sahen die ganze Zeit so aus. Hatten teilweise auch Löcher. Und die kommt jetzt überall. Hier ist auch nochmal ein neuer Austrieb. Ganz oben schaue ich jetzt immer, dass es nicht weiter wächst, dass ich da immer alles, was sich neu bildet, entferne. Und ansonsten steht hier jetzt noch eine Pomelo, die Spinnmilben hatte. Der neue Austrieb sieht aber wieder gut aus. Dann ist hier die Kumquat mit den insgesamt vier Früchten. Und die eine verfärbt sich langsam. Die hängen aber auch schon ewig dran, also man muss ganz schön lang warten. Dann habe ich hier Knoblauch und Okra. Nicht sonderlich spektakulär. Die Feigen machen gerade auch nicht wirklich viel. Die eine hatte auch Spinnmilben gehabt. Da sind alle Blätter abgefallen. Die sieht ganz gut aus. Zeigen aber jetzt keine Anzeichen, dass sie irgendwie fruchten wollen in der nächsten Zeit. Dann sind hier die ganzen Passionsblumen. Das mit den glatten Blättern ist die Granadilla. Und daneben sind auch noch ein paar andere, wo ich gerade den Namen nicht wirklich kenne. Dann die Che kennt ihr ja. Die steht hier. Hat einen ganz tollen Platz. Dahinter ist die Indianerbanane. Dann hier der Flammenbaum. Der wächst auch immer weiter in die Höhe. Dann dort oben die Papaya, die hat jetzt das Wachstum wieder ein bisschen verlangsamt. Ich glaube, sehr viel höher wird die wahrscheinlich auch nicht. Jetzt beginnen die Seitentriebe etwas stärker zu wachsen. Und ich hoffe, dass sich die Blätter jetzt wieder erholen und die vielleicht nochmal schön blüht dieses Jahr. Dann habe ich mir noch ein paar Kiwis zugelegt. Die haben auch ganz unterschiedliche Blätter. Hier ist jetzt eine Bayern-Kiwi, die männlich ist, die bekommt also keine Früchte. Die habe ich jetzt nur für Bestäubungszwecke, da ich hier neben noch zwei weibliche Sorten habe. Einmal die Julia, die kannte ich vorher noch nicht. Habe sie mir eigentlich nur wegen dem Namen geholt. Und hier sieht man, dass die Blätter richtig stark glänzen. Das habe ich beide mal im Bild. Kann man also sehr gut an den Blättern unterscheiden, die beiden. Und die andere liegt so ein bisschen dazwischen. Die glänzt etwas, aber nicht so stark wie die Julia. Und das ist eine ukrainische Sorte, die richtig winterfest ist. Ich hatte mir eigentlich eine Cairns Red bestellt. Die kam aber nicht, stattdessen die. Weil da bei der die Früchte innen und außen auch rot sind, war mir das egal. Also es passt. Dann ist hier meine Indian Clockvine, diese tolle Blühpflanze, die jetzt auch richtig kräftig loswächst. Hier oben kann man schön verfolgen, wie die sich hochschlängelt. Dann ist hier hinten die weiße Sapote. Das mit dem Abmoosen hat nicht funktioniert. Ihr seht auch, der Trieb ist komplett kahl. Und der bekommt die längeren Tage jetzt auch ganz gut. Die bekommt wieder neuen Austrieb. Dann hier unten in dem Gewirr sind ja die Blattkakteen, Euphorbien, Bromelien sogar, Orchideen. Da hinten ist noch eine Vanille. Eine richtig schöne Pflanze, die ich mir gegönnt habe. Dann die Pitaya. Macht keine großen Anstalten gerade. Sehe auch noch nicht, dass da irgendwo neues Wachstum stattfindet.
Dann ist ja hier diese andere Sorte. Die wächst auch gerade nicht wirklich. Da sind die Lichtstunden noch zu gering. Dann meine pinke Banane, die stand ja die ganze Zeit im Bad, weil die auch Spinnmilben hatte. Jetzt hat sie sich aber ganz gut erholt. Die hat auch richtig schön großes Blatt jetzt bekommen. Und ich hoffe, dass die nicht rückfällig wird und eventuell dann auch dieses Jahr blüht. Dann ist hier eine Longan, eine recht kleine. Die bekommt jetzt das zweite Blattpaar. Das dauert bei denen immer, da ich die ja im Terrarium habe und sobald man die rausstellt, die werden ja irgendwann auch zu groß oder zu eng im Topf, dass man die vereinzeln muss. Und die brauchen dann mal eine ganze Weile, bis sie sich hier an die neuen Temperaturen gewöhnt haben. Hier ist jetzt die Mamey, die eine. Ich weiß immer noch nicht, was die hat. Ich schaue es mir gleich mal genau an. Hier sind die Blätter etwas schmierig. Sind doch irgendwelche Eier dran. Gucke ich nachher mal in Ruhe. Aber die hat jetzt wieder angefangen, da oben weiter zu wachsen. Und auch dieser untere Seitentrieb wächst jetzt etwas schneller als vorher. Dann ist hier die Lollipop-Pflanze, die diese gelben Blütenpuschel macht. Und die haben alle jetzt diese komischen Tropfen drauf. Also die drei. Der Kaffee hat es auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es Schildläuse sind oder ob das von den weißen Fliegen kommt. Ich musste dann auch irgendwie separat stellen. Dann ist hier die Lepisanthes alata, die diese kirschähnlichen roten Früchte bekommt. Die Blätter erinnern ja im Alter eher an Oleander. Das ist eine richtig schöne Pflanze. Die sehen jetzt auch schon ewig so aus. Also die haben das erste Blattpaar bekommen und seitdem tut sich da nicht wirklich viel. Hier ist noch eine kleine Feige. Dann haben wir verschiedene Hibiskuspflanzen. Die hat nach langem Nichtstun mal wieder eine Blüte. Und dort oben ist eigentlich auch nur Hibiskus in diversen Sorten und Farben. Und hier kommen die kleinen Wurzeln schon langsam raus. Das ist jetzt die Santol. Die sieht richtig gut aus. Müsste ich, wenn die ein bisschen größer ist, auch mal zurechtschneiden. Und hier oben ist auch nochmal Hibiskus, ein bisschen Zitrus. Dann ist hier, oh, die muss ich auch umtopfen. Die hat so eine richtig dicke kleine Wurzel. Das ist die Jabotikaba. Und zwar meine größte bisher. Sieht so ein bisschen, finde ich, nach Spalier aus. Vielleicht kann man die noch so ziehen in die Richtung. Ja, dann ist hier oben hier am Rand noch die weiße Kaimito, die habe ich heute frisch umgetopft. Dann ein paar Anohen und was hier oben halt noch so Platz hatte. Dann meine Orchidee, die Oncidium Tiny Twinkle, duftet immer noch richtig schön und blüht noch. Dann hier ist etwas zu feucht. Hier schimmelt der Boden. Das ist jetzt die Monstera aus dem Samen gezogen. Die bekommt jetzt auch ihr zweites Blatt. Dann hat sich hier eigentlich nicht so viel getan. Hier sind die verschiedenen Drachenfruchtstecklinge. Hier ist die Rollinia, die sich nach dem Fehlversuch der Veredelung wieder richtig gut erholt. Also man könnte jetzt fast noch einen Versuch starten, da man ja aus den Fehlern gelernt hat, beziehungsweise lasse ich mir beim nächsten Mal die Hölzer ein bisschen anders verpacken und dann dürfte es auch klappen. Dann ist hier meine Wunderbeere. Die bekommt jetzt auch ein paar neue Blätter. Bei der bin ich auch richtig gespannt, wie stark die dieses Jahr wächst. Hier ist meine Grumichama. Das ist eine Eugenia. Und hier werden die Knospen an den Triebenden schon richtig dick. Sieht man bei der extrem gut. Und auch hier oben, das heißt, dass die wahrscheinlich bald wieder neue Blätter bekommt. So. Dann haben wir hier die Zwerg-Surinam-Kirsche.
Die sah eine ganze Weile gar nicht so gut aus. Ihr seht es auch bei der hier vorne, das war die größte. Die hat auch den größten Topf, die ist aber komplett zurückgetrocknet. Also einige Zweige, eigentlich die ganze Seite, glaube ich, kann ich wegschneiden, die wird sich nicht erholen. Aber hier, der eine Trieb sieht zum Glück noch ganz gut aus und bekommt auch diese frischen Seitentriebe. Und so ähnlich war es bei den anderen auch, aber die sieht jetzt eigentlich am schlimmsten aus. Dann ist hier noch die Mamoncillo, die bekommt auch neue Blätter. Dann nochmal eine Jabuticaba, die ein bisschen zu trocken steht. Und hier ist die Erdnussbutterfrucht. Bekommt auch neue Blätter. Ich muss die aber auch irgendwo hinstellen, wo ich die ein bisschen besser im Auge habe. So, dann gehe ich mal rüber. Hier sind die Mango-Zwillinge, die ich jetzt auch irgendwann mal auseinandertopfen werde. Ich sag's wahrscheinlich schon seit einem Jahr oder so, aber ich mache es wirklich demnächst. Dann habe ich eine Papaya gekauft und die Samen einfach nochmal in Anzuchtsubstrat getan. Hier ist ein ganzer Teil schon eingegangen. Ich hoffe, dass vielleicht doch eine überlebt. Die hier vorne sieht ja noch ganz gut aus. Und hier ist nochmal eine Lepisanthes. Die bekommt jetzt tatsächlich das nächste Blattpaar. Ich glaube, ich habe zwei von denen, bei denen es soweit ist. So, dann ist hier die Pireskie. Sieht man die Stacheln ganz gut. Wenn man kleine Finger hat, kann man direkt so zwischen den Stacheln anfassen, wenn man jetzt umtopft. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und ja, die gehört einfach in einen größeren Topf. Dann ist hier meine Natalpflaume. Die ist ja auch aus dem Samen gezogen. Hat sich jetzt richtig gut entwickelt. Und ich warte bei der drauf, dass die endlich mal blüht. Die bekommt weiße Blüten und in der Folge so leicht rote Früchte. Und hier in der Ecke ist ja alles durcheinander. Hier sind ein paar Anonen. Dann sind hier die Wachsblumen. Da habe ich verschiedene Sorten. Brauchen auch ein bisschen länger, bis sie da neue Blätter hervorbringen. Dann ist hier die Kaffeelimette. Die, finde ich, hat von allen Zitruspflanzen den tollsten Duft. Also allein, wenn man an den Blättern reibt und kurz riecht, ist wirklich ein Erlebnis. Ohne jetzt übertreiben zu wollen. Dann ist hier mein Malai-Apple, der auch etwas kränkelt. Aber ich hoffe, der erholt sich noch. Und hier ist jetzt die Eugenia Candoleana. Die hat jetzt überall, also man sieht es ganz gut, wo der frische Austrieb ist, dieses ganz helle Grün. Und die sieht halt richtig gut aus gerade. Dann ist hier noch Hibiskus, der große und der etwas kleinere. Hier steht der Kaffee. Hat sich jetzt etwas gelichtet, der hat relativ viele Blätter fallen lassen, aber die drei Kaffeekirschen hängen noch. Die hängen schon eine ganze Weile dran, sind aber noch komplett grün. Und die Pflanze hat jetzt an jedem Trieb wirklich ganz viele neue Knospen. Da bin ich mir nicht sicher, ob daraus vielleicht Blüten werden oder ob da einfach neue Blätter oder Triebe kommen. Da werde ich mich noch überraschen lassen. So, genau, hier ist noch meine Chandler Pomelo, die ist richtig schön groß geworden. Stand jetzt auch etwas im Ventilator, dass sie ein bisschen stabiler wird und es hat bisher auch ganz gut geklappt, wie es aussieht. So, das lüfte ich jetzt mal. Hier sind ja die ganzen, also die beiden Borojos drin, die auch Spinnmilben hatten. Und seitdem die hier drin sind, sehen die wieder richtig gut aus. Also die unteren Blätter hätte ich natürlich entfernen können, weil die der Pflanze, glaube ich, nicht mehr allzu viel bringen. Die sind schon braun. Aber ich lasse das einfach noch dran. Und der Rest, bis auf die kleine da, sind die Wunderbeeren-Sämlinge. Die machen sich bisher richtig gut. Beim letzten Versuch hatte ich die nicht so groß bekommen. So, dann sind hier die verschiedenen Anonen. Ich glaube, das sind drei verschiedene Sorten. Muss gestehen, dass ich mich um die nicht allzu sehr kümmere, weil die einfach nur später als Unterlagen zum Veredeln dienen sollen. Was jetzt nicht heißt, dass ich die überhaupt nicht gieße oder so. Ich brauche die ja.
Dann habe ich hier eine der Abius. Die sehen in letzter Zeit auch gar nicht so gut aus. Ich glaube, dass es denen hier einfach zu kalt ist. Wir haben jetzt in letzter Zeit auch den Kamin relativ selten angemacht. Und wenn ich hier die Heizung anmache, habe ich immer das Risiko, dass die Pflanzen, die hier drüber stehen, sofort Spinnmilben bekommen. Also es ist richtig nervig. Ich kann es kaum abwarten, dass der Frühling kommt und dass ich alles wieder rausstellen kann. Aber zurück zum Eigentlichen. Hier sind die ganzen Jackfruits noch. Hier ist mein Mutant, dem es aussieht, als wären zwei Sämlinge ineinander gewachsen. Der hat auch zwei Blattkronen. Und die Blätter, also sind nicht, wenn man gegen den Strich streichelt, besonders unten, merkt man so kleine Härchen, die einen daran hindern. Das ist wie bei einer Klette. Dann ist hier auch eine Caimito. Sieht man, die ich umgetopft habe, sind noch ein ganzes Stück kleiner, die brauchen noch. Und die Mini Jack hat jetzt nicht wirklich an Masse zugelegt. Also seitdem ich die vereinzelt habe, sieht die eigentlich schon so aus. Ich glaube, dass es der auch ein bisschen zu dunkel hier ist. Aber ich kann sie nicht hier hochstellen, weil das, ja, die wäre dann direkt schon am Licht. Ich glaube, das ist auch nicht so optimal. Dann ist hier mit dem roten neuen Blattpaar die Longan. Die sind ein ganzes Stück einfacher als nicht Kiwis. Litschis finde ich. Zumindest bei der Anzucht. Hier ist die eine Surinam-Kirsche. Dann haben wir hier eine Ananas-Guave. Da hinten ist noch eine Litschi. Und hier ist in der Mitte Camu Camu. Die sieht jetzt auch ganz gut aus. Ich gehe mal weiter. Hier ist die Salak. Die größere, die hat jetzt ihr drittes Blatt bekommen. Man sieht an der Färbung noch, welches das neueste ist. Dann ist hier auch noch Jabuticaba. Ganz viele andere Sämlinge. Ich mache das eigentlich total gern, dass ich hier morgens einfach mal gucke, was es Neues gibt. Dann ist hier, vielleicht kennt ihr den sogar noch, das ist die Garcinia aus Mexiko. Die hatte ewig, also bestimmt ein Jahr lang, nur diese ersten Keimblätter. Jetzt ging es dann auf einmal ganz schnell, dass sie dieses erste richtige Blattpaar gebildet hat. Und die zweite fängt jetzt auch gerade an. Hier hat sie so richtig schönen roten neuen Austrieb. Dann, was haben wir noch? Das wiederholt sich ja meistens. Hier ist nochmal eine Litschi. Hier sind Lepisanthes. Dort auch nochmal. Hier ist jetzt auch eine. Quatsch, das ist die eine Anone. Und dahinter ist nochmal die Zwerg-Surinam-Kirsche. Hier unten ist noch eine Wunderbeere. Dann ist hier der Zimt. Macht sich bisher auch ganz gut. Ist nochmal Caimito. Dann geht's hier weiter. Und zwar lebt die kleine Papaya noch. Sieht zwar nicht ganz fit aus, aber sie lebt noch. Ich glaube, die wartet auch drauf, dass es ein bisschen wärmer ist, dass sie dann raus kann. Und hier ist die Pflaumenmango. Da haben wir die zweite. Da ist der frische Trieb auch gerade zurückgetrocknet oben. Aber okay. Dann hatte ich mir eine schwarze Sapote noch bestellt. Die hat mir leider Schildläuse mitgebracht. Ja, ich finde es immer nervig, die wegzubekommen. Aber immerhin wächst sie wieder. Also die hat eine ganze Weile auch nicht so fit ausgesehen. Und hier sind noch verschiedene Guaven und da ist noch der andere Kaffee. Ganz hinten in der Ecke ist die zweite Salak und dort die relativ große Pflanze ist die Longkong. Und hier ist einer meiner Lieblinge, die Chico. Die ist jetzt fast 2 Jahre alt und legt jetzt auch richtig los. Also ich finde diese Blattfärbung auch richtig toll. Dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass die große Chirimoya gar nicht hier steht. Da habe ich auch schlechte Nachrichten. Die hat auch Spinnmilben bekommen. Ich habe die aber rechtzeitig noch wegstellen können ins Bad. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin und gucken, wie es der so geht.
So, hier ist jetzt die Cherimoya mit ein paar anderen Pflanzen noch. Und die Blätter sehen an einigen Stellen ganz okay aus. Die schlecht aussehen, sind hier drüben. Die haben diese leichte Punktierung. Aber es sind noch beide Früchte dran. Die sind auch ein bisschen weiter gewachsen, wenn auch nicht wirklich schnell. Die ist ein bisschen kleiner noch. Aber sie sind halt noch dran, was wirklich viel wert ist. Jetzt hoffe ich auch, dass die wieder bald zurück ins Wohnzimmer kann. Aber die bleibt so lange, wie es geht, noch hier stehen. Hier ist einfach die Luftfeuchtigkeit höher und ich kann es besser bekämpfen hier in der Badewanne, weil ich nicht gucken muss, dass nichts auf den Boden tropft und so weiter. Genau.